weiß nicht, kennst du so Situationen, wo du in der Früh aufstehst und bist in der Früh schon schlecht drauf? Muss ich mit dem Torwart? Gestern einen Bock geschossen, der Chef hat bestimmt schon gemerkt, verstehst du? War schon der, ja, der 8. Bock der Woche, gell, was sagen wir? Und heute ist ja Stinstag, was sagen wir? Bitteschön, wir rechneten Ende Januar mit Schnee. 30 cm Schnee und ich hab noch Sommerreifen drauf. Das macht die fertig. 5 Minuten später fällt ein, Jesus, ich wohne ja an der polnischen Grenze, gell? Ich hab gar keinen Reifen mehr drauf. Das zieht die Arme. Und da brauchst du was, an das, was du denken kannst, dass du wieder gut drauf bist. Und da habe ich jetzt ein Lied für euch. Chaka. Wenn dich der Alltagsstress wieder mal überrollt, dann ist es Schmarrn, wenn man sich in der Apotheke dagegen gleich Tabletten holt. Aspirin, vielleicht gegen das Kopfweh, Maloxan, dann noch für dein Bauch. Naja, und wenn man es dann homöopathisch will, ja, dann frisst man Globuli auch, Globuli auch. Stell dir mal vor, wenn über Bayern so eine Grippewelle umzieht. Jetzt dürft ihr aber einen Punkt machen, gell, Freunde? Habt ihr denn eine Ahnung, wie sich eine Männergrippe überhaupt anfühlt? Ja, das ist wie eine Geburt. Aber ohne PDA, gell, Vollgas. Gell? Doch der meiste Alltagsstress, der spült sich ab in deinem Hirn. Gesteck deinen Finger doch einmal in der Steckdosen und du wirst sehen, es wird hell in der Birn. Das machst du einmal, das machst du zweimal, ja, ein drittes Mal, das kann nicht schon. Und du wirst sehen, schon wird dein Akku in deinem Hirnkastel wieder aufklon, wieder aufklon. Das bei, mit dem Thermomix, da darf man sich in der heutigen Zeit schon melden, verstehst du? Da darf man schon sagen, jawohl, freilich! Wirklich, also du hättest gleich von vornherein, das darf ja jeder sehen, dass du nicht kochen kannst. Das muss man. Na! Merkst du das? Das ist so reggae-mäßig, merkst du das? Mr. Lover Lover! Yo! Shaggy! Oh, Mr. Bombastic, alles aus Plastik! Yeah! Oh, oh! Das ist so reggae-mäßig, sollt dir das alles nicht helfen? Ja, dann gibt's noch eine Möglichkeit. Du knockst dich nieder, hey, und du probierst das mit der bayerischen Gemütlichkeit. Dann brauchst du Musik, eine gescheite Brotzeit, ein Paradiesel und ein halbes Bier. Ja, da vergeht er dann dein Kopf, ja, und verbeißt mit dem Magengeschwür. Jetzt habt ihr ja eh einen Vorteil gehabt, ja. Jetzt habt ihr quasi googeln können, was euch heute Abend erwartet, ja, und dann habt ihr euch quasi eine Karten kaufen können. Okay. Wer hat die Karten geschenkt gekriegt? Oh, doch so viel. Ja. Aber sie sitzen so verstrahlt drin. Ja, da vergeht er dann dein Kopf weg und verbeißt mit dem Morgenschwür. Das kann wirklich jeder Mensch machen, egal ob Grantler oder nicht, weil mit der Gemütlichkeit der guten Laune, hey, es im Leben viel leichter geht. Yo, ja, da recke mich, ja, da recke mich, ja, da recke mich nicht auf, ey, yo, ja, da recke mich, ja, da recke mich. Ja, das sind diese Wörter, die wo vom Amerikanischen ins Deutsche kommen, gell, Skinny-Hosen. Ja. Das ist genauso wie mit diesem Begriff Shoppen. Ja, viele Frauen fragen gar nicht mehr nach, die wissen, ja, Shoppen, ganz klar, Shoppen, das ist, wenn man zum Einkaufen geht, gell. Das sagst du mal meiner Oma, gell, die meint, Shoppen ist, wenn man schnell isst. Hey! Dann brauchst du Musik, ein gescheites Brot, ein Paradiesel und ein halbes Bier. Ja, da vergeht er dann dein Kopfweh, ich bin vermeist mit dem Mundspür. Das kann wirklich jeder Mensch machen, ich werde am Grantler oder nicht, weil mit der Gemütlichkeit der gute Laune. Ja, du gehst im Leben, we like that, geht jetzt ein Solo. You're the reggae man, you're the reggae man, you're the reggae man, you're the reggae man.
jetzt ganz zärtlich zu deiner Frau um mich. Knisternde Erotik im Schlafzimmer. Mucksmeiserl statt. Und deine Frau erwidert das natürlich ganz zärtlich. Is was? Und da ich ein folgsamer Mann bin, stehe ich halt dann in der Nacht auf, gehe oben zum Kühlschrank und is was. Ja, der Reggae-Man, ich darf heim!